Die Luft, die wir atmen, ein Hauch von Amerika oder Sprachlos in Irland. Das sind Filmtitel, von denen haben vielleicht bislang eher nur eingefleischte Filmfans etwas gehört. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern in den nächsten knapp 3 Wochen. Denn heute startet das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, die 17. Auflage. Und die wird definitiv eine besondere sein, natürlich unter den Corona-Bedingungen. 300 geladene Gäste werden kommen in diesen Tagen, so ist der Plan. Und täglich bis zu 5000 Besucher. Natürlich auch alles unter besonderen Bedingungen. Und ob da jetzt schon Festivalstimmung ist, das wollen wir uns mal anschauen. Alicia Beisel ist nämlich live vor Ort. Kommt tatsächlich auch sowas wie Festival-Feeling auf in dieser Zeit? Absolut kommt hier Festivalstimmung auf. Wir stehen hier jetzt mitten auf dem roten Teppich mit dem Geschäftsführer, Herr Kötz. Wie wichtig sind denn Filme, gerade jetzt in der Corona-Zeit? Das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, dass wir am Ende der Corona-Zeit sind und dass wir wieder zusammenkommen, dass wir die Filme nicht mehr alleine zu Hause auf der Mattscheibe angucken, sondern zum Beispiel auf ein Festival gehen und in ein großes Kino und uns gemeinsam aus einem großen Fenster in die Welt gucken oder in fremde Geschichten hinein. Wir stehen jetzt hier am Eingang, direkt am roten Teppich. Die ersten Bekanntheiten kamen schon. Wer erwartet uns denn jetzt in den nächsten Tagen? Ja, Joachim Kroll ist gerade gekommen und die Crew, die den Film gemacht hat, die Produzenten und die Regisseurin. Und es kommen viele. Es kommen Hannelore Hoger, es kommen Julia Koschitz, es kommt Heino Ferch, es kommt Ulrich Tukur. Es ist eine endlose Liste. Wir haben über 300 Gäste aus der Branche. Und wir haben ja nicht nur ganz viele Gäste, sondern auch ganz viele Auszeichnungen. Welche Auszeichnungen gibt es denn? Ja, es gibt bei uns den Publikumspreis, Rheingold, den Publikumspreis, wo jeder entscheiden kann, was er gut findet mit Stimmzetteln, die dann sorgsam ausgewertet werden. Und es gibt den Filmkunstpreis, über den eine dreiköpfige Fachjury entscheidet. Sind ja jetzt alles oder vieles sind ja Filme, die jetzt auch in Corona-Zeiten gedreht worden sind. Wie verändert sich denn die Arbeit am Set durch Corona? Ja, für die Dreharbeiten waren schwierig, klar. Die haben länger gedauert, sie wurden teurer, es wurde jeden Tag mal ein paar Mal getestet. Das ist vielleicht auch der Grund, warum unsere 300 Gäste bis auf drei alle geimpft sind. Die hatten natürlich auch genug vom Testen und haben gesagt, so, wir müssen es mal langsam loswerden, finde ich ja auch. Sie haben jetzt schon Testen und Impfen angesprochen. Hier gilt ja die 2G-Regel. Es gab ja auch teilweise viel Kritik. Wieso? Also wieso 2G und was sagen Sie denn Leuten, die sagen, naja, ich bin ja getestet, warum darf ich nicht kommen? Ja, das würde die Diskussion, also die Zeit, die wir haben, sprengen. Es gab relativ wenig Menschen, die sich beschwert haben aus der Region. Überregional gibt es die Professionellen, die sich dann einmischen, weil sie damit Politik betreiben. Ich glaube, dass wir, also wenn ich mal nur die Zahl nehme, wie viele Tickets wir zurückzahlen mussten an Leute, die nicht geimpft sind, das sind ja keine 3% von den Tickets, die wir verkauft haben. Also insofern ist das nicht so relevant, wie es klingt. Dann ist ja gut. Und wir sind schon mal gespannt, was uns die nächsten Tage erwartet. Wir stürzen jetzt erstmal ins Getümmel, gehen an Empfang und gucken, wer noch kommt. Ja, Getümmel in diesen Zeiten. Tatsächlich auch etwas Außergewöhnliches. Alicia Beisel, danke und Grüße nach Ludwigshafen.